Das ist der Ort. Jetzt gilt es herauszufinden, ob dieser Trank wirkt. Ich hätte Beerhand dazugeben sollen. Der Geschmack ist wahrhaft ekelhaft. Und jetzt Rinder. Es gab ordentlich EP. Die Kreatur des Todes. Schön in einer Höhle. Nicht mehr eine Waffe. Doch, da. Schwertchen. Kleines Schwert. Der hält nichts aus. Guck mal, wie lang die schlägt. Das ist ja nix. Hey, wo ich töten? Hab ich sogar noch getroffen, der Arsch. Bin ich oben irgendwo dran? Irgendwie? Da oben ist eine Truhe. Was soll ich noch? Tod. Wer ist denn die Dinger? Todwandel, glaube ich, ja. Todwandel. Ich vergesse nicht, ob ich irgendwie hochkomme. Ach, da, hi. Hochklettern, sehr schön. So also, eine Truhe nehme ich gerne mit. Okay, war jetzt aber nur ein bisschen Gold und so. Oh, 76 Gold ist viel. Aber kein Gegenstand leider. Bekommt man hier scheinbar wirklich relativ selten. Mhm, okay, schönes Massengrab. Lecker. Das ist schön, Doppelschwert. Haben wir schon länger nichts Neues bekommen. Ja, die sind doch besser. Sehen auch cool aus. Gefällt mir. Auch wenn ich es nicht viel benutze. Aber egal. Ich kann in beide Richtungen gehen. Ich gehe mal hier lang. Okay. Da hinten scheint der Boss zu sein. Vielleicht hau ich erstmal die Kleinen weg. Okay, das sieht echt krass aus, das Vieh da hinten. Ich lock mal gerade erstmal hier hin. Ich hätte die gerne einzeln. Oder in so einem Bogenschütze. Das mach ich immer eben als erstes. Kommt der schon zu mir? Eben ist er nicht so weit gelaufen. Ja, der kommt zu mir. Erstmal den Kleinen weg. Genau, schön weggetreten. Du aus, ich meine Sibyl. Fettsack. Guck mal, das hässlich Viech an, ey. Also den hatten wir doch schon, oder? Die kennen wir doch schon. Aus irgendwie der zweiten Folge oder sowas. Also den hatten wir den nicht mehr. Schon was länger her. Feuerball. Bam. Sibyl hat ganz schön Schaden genommen. Aber passt. Kommt es vorbei. Sie hat überlebt. Das ist passiert sowieso relativ selten, muss man sagen. Die verreckt eigentlich immer. Da kann man schon mal ja, ein Kreuzchen im Kalender machen. Wenn die das überlebt. Was haben wir hier Schönes? Nur verstärktes Metall. Die Frage ist, müssen wir jetzt lang? Müssen wir jetzt hier links lang oder rechts lang? Haben wir auch noch mal was? Okay. Muss wahrscheinlich hier lang. Geh ich mal kurz hier rüber und guck, was da noch ist. Okay. Wahrscheinlich ist das das gleiche. Aber ich gehe trotzdem hinten lang, weil hier waren noch Gegner. Da ich die jetzt weghole. Kann immer sein, ein Boss, dass der die Hand zieht oder sowas. Dass sie dann zu ihm kommen. Oder vielleicht ist das hier auch ein extra Weg, ich weiß es nicht. Oh, das ist immer so ein fetter, okay. Erstmal den Bogenschützen weg. Ohne die Schaden, die er hier austeilt. Da hinten brauche ich eh noch einen Moment, bis er hier ist. Ich esse einen dicken. Guck mal, wie viel Schaden ich hier mittlerweile mache. Das ist echt krass.
Schön. Das gefällt. Komm hier, eine schöne Waffe oder sowas. Nee. Axelionärshelm, warte mal. Ist ja doch was dabei gewesen. Ich dachte, es wäre das gewesen, was ich gesehen habe. Oh, eine Rüstung auch noch. Verteidigung sieht aber jetzt schon schlecht aus. Aber 8% Magiewiderstand dazu. Und ich kann die ganzen Sachen noch drauf machen. Ja. 8% Magiewiderstand ist schön. Und wie sieht sie aus? Sieht auch cooler aus als meine. Bei mir kommen ja noch die Schulterkacke und so weiter dazu. Ne? Die sind jetzt natürlich weg dadurch, dass ich die neu dran gemacht habe. Und Helm warte ich ja schon lange drauf. 100-mal besser als mein aktueller. Dreckdruft da, ey. Schön. Aber ich kann es nicht verbessern anscheinend. Also der Helm. Helm geht anscheinend gar nicht, okay. Schulterschutz. Was haben wir da? Drachen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Störungswiderstand brauche ich eigentlich auch nicht. Kann ich mir alle gar nicht leisten hier. Verderbte Knochen brauche ich. Genau, wo ich die herbekomme. Das wäre schön. Stahl brauche ich dafür. Physischer Widerstand plus 4% geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. Schwarzmagiewiderstand. Maximale Gesundheit plus 5. Ja. Das sieht natürlich cooler aus, aber das nehmen wir schon mal. Sag mal, hier kommen wir fast alles bis auf Phoenix. Schwarzmagie, Gefederstand, Eisjuwel, alles mal Widerstand. Anzünden Wächterflammen. Okay. Fallenschaden plus 5, nee. Larvenauge, Giftschaden, das hört sich gut an. Und Ausdauererhöhung. Wofür brauche ich nochmal Ausdauer? Ich hole mal so einen Giftschaden. So, und hier hätte ich eigentlich ganz gerne das hier gehabt, ne? Gesundheitsregeneration, dafür brauche ich Stahl. Aber ich kann ja eh noch ein bisschen was hier recyceln. Da könnte schon was mal rumkommen. Oh, das ist ja schon auch ein Stahl. Ein Stahl brauchte ich ja auch. Weil ich nicht weiß, ob ich jetzt wieder einen verbraucht habe und deswegen noch mehr brauche. Gucken, was bekommen wir hier? Leider kein Stahl. Die alten Dinger weg. Es gab auch keins, schade. Ich glaube, jetzt haben wir fast alles schon weg. Den Helm können wir noch, genau. Okay, es gab jetzt leider keinen Stahl mehr, bis auf das allererste. Mal gucken, ob wir damit noch was Schönes machen können. Na, das können wir machen. Perfekt. Das war genau Stahl, was ich brauchte. Gesundheitsregeneration erhöht. Alles andere ist jetzt auch nicht so interessant. Physischer Widerstand plus 4% höchstens. Das sieht cool aus. Sieht beides cool aus, ne? Aber das passt ja mehr zum anderen Outfit. Ich packe jetzt das drauf. Und Lebensregeneration ist immer super. Ah, das sieht. Das kann man leider nicht so genau sehen, weil es so dunkel ist. Aber ich glaube, das sieht jetzt echt cool aus. Na, passt schon. Ist das durch einen neuen Helm und so? Hm? Schön. Was ich sogar vorher, wenn er wegschießen, aber schon tot. Will ich jetzt irgendwo noch hin, oder? Moment, hier komme ich her. Komme ich denn jetzt hier hin? Hinunterklettern. Mündung. Ich muss aber eigentlich in die andere Richtung, aber ich guck mal, was hier noch ist. Hochkommen tue ich wieder. Ach, hier komme ich im Prinzip her, oder? Genau, hier komme ich im Prinzip her. Ja, okay. Dann kann ich ja wieder hoch. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ich war eben rechts lang diesen langen Weg gelaufen, um hochzukommen. Okay, das heißt, ich muss jetzt einfach wieder hier rüber und den Weg gehen, wo ich eben dachte, das wäre der falsche Weg.
Bin ich jetzt echt mal auf den Bosskampf gespannt. Denn hier würde er jetzt kommen. Wow. Okay, krasses Viech. Guck mal, welche Ads auch noch dazu. Jetzt, wo ich dich sehe, verstehe ich, dass du dich nicht gezeigt hast. Sprüche von unserem schönen Dombold sind immer gut. Okay, sie hält ihn kurz auf. Ich höre übrigens deine Stimme nicht mehr in meinem Kopf. Aber das weißt du bestimmt schon, oder? Also, wenn du mir etwas erzählen willst, musst du es auf die herkömmliche Weise machen. Ich glaube, das kann der nicht. Oh, okay. Vergiss es. Ich bin hierher gekommen, um zwei Dinge zu tun. Pilze zu sammeln und jemanden in den Arsch zu treten. Pilze habe ich schon gesammelt. Du was? Ich habe keine Pilze gefunden. Oder so. Ich stelle mal ein paar Fallen auf. Perfekt. Wollen wir mal ein bisschen was mit denen arbeiten. Ich hab ihn. Töte ihn doch einfach. Oder lass den Bill ihn töten. Was macht der Bill eigentlich die ganze Zeit? Wofür belohnen? Dafür, dass du verloren hast? Du Wicht. Ich hab schon irgendwas Schönes gedroppt, oder? Ah, ich kann meine Fallen wieder aufheben. Hat nichts gedroppt, der Typ? Naja, das kann doch nicht sein, oder? Der muss doch irgendwas Schönes gedroppt haben. Das war ein Boss. Hallo? Das kann doch nicht sein. Nix gedroppt. Na gut, hat jetzt keine Tasche, aber. Was für ein Gargoyle war. Aber trotzdem. Tiefen, warte mal, kommen wir noch tiefer rein. Dafür ist keine Zeit. Ich sollte besser zum Dorf gehen. Okay. Das heißt, wir können später nochmal zurück, oder was? Ja gut, dann zurück zum Dorf. Schade, dass wir jetzt mal laufen müssen, dass es nicht automatisch geht. Da ist jetzt wirklich der... Ja gut. Hätte ich jetzt Spielentwickler wahrscheinlich auch so gemacht. Dass man das laufen muss. Ich kenne diesen Ort. Das Dorf ist nicht mehr weit. Nach rechts. Okay. Es gab wahrscheinlich jetzt eine Abkürzung, okay. Na gut, das ist immerhin. Dann möchte ich nicht den kompletten Weg laufen. Ah, Toastmaler sind jetzt überall, okay. Ja gut, dann ist sowieso verständlich, dass ich den Weg laufen muss. Macht dann schon Sinn.
Ja, jetzt kriegt ihr am Arsch hier. Ihr könnt doch eh nichts hier, Todwandler. Die fetten Viecher. Anscheinend waren die ja noch starker mittlerweile. Schwächlinge. Oder bin ich einfach so stark? Beides. Ich soll auch noch irgendwas? Ja, da. Drück ihn weg. Schwimm ich auch noch. Wieso kann ich eigentlich kein Schild tragen, wenn die das können? Das finde ich ein bisschen fies. Wow, nicht schlecht, Madame. Der hat ihn komplett allein weggeholzt. Früher war die auch nicht so stark. Ich glaube, die ist auch stärker geworden. So. So. Bin ich gespannt, was mich in der Stadt erwartet. Lieber mal ein Bierchen entschütten. Leute, ich bin ein Bierchen entschütten. So eine Scheiße. So, Flasche weg. So, das hier war doch mein Captain hier. Kann doch nicht sein, dass die jetzt hier Kontrolle haben. Na, guck mal, da ist er doch. War doch klar, dass die hier keine Chance haben. Wo warst du denn? Wir stecken hier bis zum Hals in der Scheiße. Sie sind überall. Wir halten dieses Tor. Aber ich glaube, die anderen wurden schon überrannt. Weißt du, wo der Hauptmann ist? Er hat sich zur Mitte des Dorfs aufgemacht. Es klang, als ob es da drüben nicht besonders gut läuft. Du solltest ihm helfen gehen. Na sicher. Ist schon klar, Büffel, dass du immer überlebst und der ewig Überlebende ist, wenn du der bist, der sich nie in die Mitte traut. Ja. Aber gut, so ist es halt. So, erlernen Kampfschrei. Und noch eine Lebensregeneration dazu. Das heißt, ich habe jetzt was Neues. Kampfschrei, legen wir es hin. Auf 6 kann ich das nicht leben, okay. Aber nur um 7 sollte passen. Was macht das jetzt immer genau? Jetzt habe ich extra nicht genau aufgepasst. Für Alibiert und wie auch für mich plus 50% Schaden, Störfähigkeit und Störungswiderstand. Ja, ist gut. Und wieder das Heilen. Was? Ach, neue Stufe, ich hab noch was vergessen. Hier hinten. Eins haben wir nur. Ja. Kann man eh nicht viel machen. Hier was Schönes. Pack ihr den Finder. Ach, holen wir uns das mit der Truhe mal. So, und jetzt ab zum Dorfzentrum. Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch komplett am Anfang. Okay, was ist das? Die Geister, die haben wir ewig nicht gehabt. Stimmt ja, die gab es ja auch noch. Als ob ich jetzt noch Angst vor denen hätte. Ganz ehrlich. Gab es in der zweiten Folge schon. Die sind nicht stärker geworden. Das ist ja ein Dorfbewohner fast beängstigender. Weil ich gerade noch vorher sind 2. Ne, 3 sogar anscheinend. Oh, wurde der zwischendurch gestorben. Auch gut. Okay, Dorfzentrum sollen wir. Ja, oder wir gehen eben zu Freitag Kartoffel, gucken, ob wir dem helfen können. Ich hätte sonst hier noch verreckt. Unser Kartoffelchen. Das wäre sehr schade. Ich glaube, das Dorf wird leider relativ unbewohnt sein demnächst. Ich glaube, dass die meisten das nicht überlebt haben. Es sind ja schon viele durch das. Durch diese Krankheit in Anführungszeichen gestorben. Genau. Kartoffel! Wo ich hin bin, um ihm zu helfen. Der wird das überleben. Dafür sorge ich. Boah! Mich erkreuzt hier. Sehr gut. Das war wahrscheinlich Rettung in letzter Sekunde. Kann ich mit ihm reden? Nö. Okay. Oh, guck mal, ist einer von uns. Der ist wohl gestorben. Hinterhalt. Nee, doch nicht.